Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Da sind wir zurück, heute wieder mit einem kleinen Zweiergespräch zur unserer Serie Große Rennchefs. Und heute geht es um Rolf Schmidt. Und wer den Namen kennt, der weiß, dass es heute damit um Renault geht. Aber der wichtigste Gast, der fehlt heute noch, und das ist Rainer Braun. Und mit dem bin ich jetzt verbunden. Rainer, hallo, ich begrüße dich. Guten Morgen, lieber Carsten, und hallo an alle Fans dieser Podcast-Serie. Ich melde mich mit einem relativ schlechten Gewissen. Ja. Ihr ahnt alle warum. Du auch, lieber Carsten. Ich habe lange, lange rumgebummelt und nichts gemacht für euch, weil mein Buch Vorrang hatte. Und war eine sehr intensive Arbeit, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie mich so strapaziert. Und jetzt aber habe ich mich ein bisschen freigeschwommen. Das Ding ist fertig soweit. Es gibt noch ein bisschen Korrekturlesen, aber das sind alles nur kleine Übungen. Ich kann mich jetzt wieder um die Dinge kümmern, die mir relativ leicht fallen, aber für die ich einfach den Kopf frei haben muss, nämlich unsere Podcast-Serie Unvergessene Sportchefs und Rennleiter. Und ich kann heute verstehen. Haben wir uns einen ausgeguckt, der auch dir, lieber Carsten, und vielen Fans etwas sagen wird. Das ist ein Mann, der den deutschen Motorsport wahnsinnig viele gute Ideen gebracht hat, sie umgesetzt hat und mit allen Ideen, die er hatte, auch erfolgreich war. Wir reden hier über den deutschen Renault-Sportchef und Rennleiter Rolf Schmidt, der uns mehr als 20 Jahre lang sehr viel Farbe in den Motorsport gebracht hat. Und ich glaube, der auch sehr viele Fans hatte, die ihn alle sehr bewundert haben, ob seiner Ideen, vor allem ob seiner eigenen Karriere, die ja mal angefangen hat in der Fremdenlegion. Und als überzeugter Mann der französischen Sprache, die hat er sehr geliebt und Frankreich überhaupt, ist er dann nach Deutschland gekommen und ist bei Renault zunächst eingestellt worden als, ich glaube, Teilemann oder sowas ähnliches, Kundendienst, und hat dann irgendwann Renault für den Motorsport begeistert. Das hat man bei Renault in Deutschland in Brühl bis dahin nicht gekannt. Mhm. Und ein Rolf Schmidt, der eigentlich sich um Teileversorgung kümmern sollte für die normale Straßenkundschaft, hat immer mehr den Motorsport dort ins Spiel gebracht. Und deswegen hat Renault Deutschland auch 1968 mit Motorsport angefangen. Und das war das Verdienst des Rolf Schmidt, dessen Bild ich hier mal als Start, als Entrée aufgelegt habe in seiner ganzen Fröhlichkeit. Das ist schon ein Bild aus einer Zeit, 70er Jahre etwa, wo der Renault 5-Pokal in voller Blüte stand. Wo auch ich mit Rolf sehr eng schon gearbeitet habe. Das ist irgendeine Siegerehrung aus den 70er Jahren. Und da sieht man diese ganze Freude, die dieser Mann eigentlich am Leben, an seinem Job, am Sport und überhaupt an allem hatte, was er angepackt hat. Ich finde dieses Bild unglaublich schön, weil es zeigt ihn so, wie er wirklich war. Ein fröhlicher Mensch mit tollen Ideen, der allerdings auch mal wild um sich schlagen konnte, wenn die Dinge schiefgelaufen sind. Wer macht das nicht? Gell? Wie so ein Fremdenlegionär so loslegt. Ne? Ja, im Hintergrund übrigens sehen wir den ehemaligen Chef von BBS, Felgenfabrikant. Das ist unser Freund Baumgartner, der auch lange erfolgreicher Rundstreckenfahrer war auf Glas 1204 TS, wurde dann später Chef der Felgenfabrik BBS. Und sein Partner war damals der Martin Braungart. Das hieß Baumgartner, Braungart. Schenkenzell war das S von BBS, da hat das Unternehmen seinen Firmensitz gehabt. Ja, so schließen sich die Kreise dann immer wieder. Ne? Ja. Tja, also mit diesem Bild wollte ich mal beginnen und jetzt gehen wir aber wirklich in die Anfangszeit. Das ist ein Bild aus dem Jahr 1968. Rolf Schmidt links mit seinen treuen Vasallen. Diese Abteilung bestand von Anfang an aus vier Leuten nur. Rolf Schmidt, Wolfgang Weißhaupt, Horst Tönkes und Gerd Gensch. Von links nach rechts mal aufgezählt. Gerd Gensch übrigens, der Leibmechaniker von Graf Wolfgang Berge von Trips, Wolfgang Graf Berge von Trips, der ihn lange begleitet hat, auf an den Rennstrecken bei seinen Rennen und an seinen Autos geschraubt hat und der dann bei Renault gelandet ist. Ja, das ist also die Urmannschaft, die dann auch begonnen hat im Sport mit der Alpine zunächst. Rundstrecke, Berg. Am Berg besonders erfolgreich war der Dieter Kern, der Bergmeister wurde, der auch auf der Rundstrecke erfolgreich war. Es gab eine ganze Menge Alpinfahrer, aber der Dieter Kern hat eigentlich die Werksunterstützung
dieser kleinen Sportabteilung in Brühl genossen und hat das wunderbar umgesetzt in Erfolge. Wir haben hier ein Auto zum Beispiel, das ist jetzt eine Aufnahme mal ausnahmsweise von der Rundstrecke, aber er ist hauptsächlich Berg gefahren. Und dann natürlich, wenn am Berg gewonnen worden ist, wurde dann sofort nach Zieldurchfahrt, die Siegerehrungen waren meistens an Ort und Stelle erstmal vorab, dann haben die Jungs sich erstmal niedergelassen auf der Straße und haben angefangen, ihre Sektflaschen da auszuleeren. Ein typisches Bild hier, unfassbar. Ich liebe es über alles, das ist an irgendeinem Berg nach einem Sieg. Ja. Von links nach rechts haben wir den Bedol-Rennchef Schrader, den es natürlich leider auch nicht mehr gibt. Daneben sitzt in der vorderen Reihe der Rolf Schmidt. Dann kommt der Gerd Gensch und der Wolfgang Weishaupt. Das sind die beiden Techniker. Und in der hinteren Reihe, praktisch oberhalb des Herrn Schrader mit dem weißen Anzug, dann kommt der Aral-Renndienstmann, dessen Name ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, aber ich weiß, dass er beim Aral-Renndienst war. Dann haben wir den Horst Tönges und das sind sie dann. Ja. Und die lagern da nun auf der Straße im Hintergrund, sind ein paar Polizisten, die sich da unterhalten. Und aber da weißt du die Namen nicht zufällig noch, ne? Nee, wirklich nicht. Irgendwann hört es auf. Aber das zeigt eigentlich diese Unkompliziertheit der damaligen Zeit. Da setzen die sich einfach irgendwo auf die Straße und fangen an zu saufen. Da wird geraucht, gesoffen, gelacht, ja. Tour gemacht. So war das halt damals, gell? Ja. So wurden diese Siege damals eben zelebriert. So, das ist unser lieber Freund Dieter Kern, den es leider auch nicht mehr unter uns gibt, mit seinen vielen Grenzen. Das ist schon mal die Ausbeute von einem Jahr. Da hat er schon schwer dran zu tragen, gell? Wenn man das so sieht. Das war damals das Aushängeschild von Renault Deutschland in Brühl in Sachen Sport, der Dieter Kern. Rundstrecke, Berg, Alpin, dann auch Formel 3. Das war das nächste Programm übrigens von Renault, die wir zum Beispiel hier haben. Da haben wir 1972, 73 das offizielle Formel 3-Programm von Renault Deutschland. Die Autos waren zunächst gelb-weiß und dann sind sie rot geworden oder umgekehrt. Ich weiß nicht mehr genau, ob sie mit rot-weiß angefangen haben oder mit gelb-weiß. Wie auch immer, hier sehen wir zum Beispiel den Dr. Thomas Petzler, der lange in der DTM ITR-Vorstand war und Finanzminister der DTM. Und dahinter den Werner Schommers, ein sehr lustiger Geselle aus Remscheid. Und die beiden haben da ordentliche Erfolge gehabt. Bis es allerdings einmal am Nürburgring ziemlich schief ging und sie darum lamentiert haben, dass die Autos nicht gingen und überhaupt, man käme auf keinen grünen Zweig. Und dann ist der Rolf Schmidt völlig ausgeflippt, hat die beiden aus dem Auto steigen lassen, hat gesagt, ich rufe jetzt zwei Franzosen an, die zeigen euch jetzt mal, wie das geht. Und dann kam, glaube ich, der Leclerc und noch einer, ich weiß nicht, wer der zweite war, die sind dann gleich in die erste Reihe gefahren. Hat er seinen Jungs gesagt, so gut, jetzt wisst ihr, wie das geht. Jetzt möchte ich nichts mehr hören von euch. Gell? Das war Rolf Schmidt, wie er lebt und lebt. Gell? Das, aber er hatte nicht bei dem Formel-3-Engagement, hatte da nicht ein gewisser Willi Kausen auch die Finger im Spiel? Nein, das war Formel 2. Ah, okay. Das war ein trübes Kapitel. Da hatte die Finger im Spiel der Domingos Piedade, der Willi Kausen, natürlich Renault, die viel Geld gegeben haben für ein Formel-2-Programm, das völlig in die Hosen gegangen ist. Aber genau, komplett ja. In die Hosen gegangen. Der Klaus Ludwig gehörte da auch noch zu dieser unrühmlichen Veranstaltung dazu. Ordentlich Ärger bekommen, ne? Irgendwann mussten die alle in Brühl antreten beim PR-Chef, beim Georg-Heinz Hommen, der sie alles so in den Senkel gestellt und abgewatscht hat. Die hatten nichts mehr zu sagen hinterher. Und dann wurde das Programm auch relativ zügig wieder eingestellt. Das war einer der großen Misserfolge, von denen gibt es ja nur wirklich wenige dort in Brühl, aber das gehört nun zu einem ganz unrühmlichen Kapitel. Ja, aber das war später. Ne? Besser nicht mehr reden. Nein, okay, sag nichts. Ja, und hier haben wir nun ein Bild, das ist, eigentlich ist das der Anfang der ganz großen Popularität von Renault Deutschland, von Rolf Schmidt, diese Idee zu haben des Renault 5 Pokals. Ja. Da stehen sie nun beim allerersten Rennen. Man beachte, wie voll dieses Motodrom ist damals. Es war im April 1974. Ich gucke das Bild immer wieder sehr, sehr gerne an, weil mir da klar wird, dass wir nie mehr ein Motodrom so voll haben werden, wie es in den 70er Jahren war. Nee, das stimmt. Auch noch in den 80ern, auch noch Anfang der 90er. Bei den Formel 1-Rennen, bei der DTM, bei sowas hier. Das war der Formel 2-EM-Lauf zum Beispiel. Da passt keine Maus mehr rein ins Motodrom. Das werden wir nie mehr erleben. Egal, was wir da anbieten an Rennen, egal, was da noch kommt. Und selbst wenn die Formel 1 nochmal zurückkommt,
das Motodrom wird nie mehr so aussehen. Mhm. Es werden immer Löcher da sein, weil einfach der Sport nicht mehr diesen Stellenwert hat, der Motorsport, den er mal hatte hier. Die Leute orientieren sich anders. Sie denken an Umweltschutz, sie denken an Klima, sie denken an was weiß ich, das Geld wird knapp. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Der Motorsport ist nicht mehr dieses große Happening, das wir mal hatten. Und wir müssen froh sein, wenn wir ihn überhaupt noch ein bisschen haben. Ja, das stimmt. Für mich steht das ganze Thema Motorsport in einem sehr, sehr kritischen Bereich, um nicht zu sagen fast am Abgrund. Mhm. Das ist leider so. Und es wird immer schwieriger, auch für die Veranstalter, so ein volles Haus zu kriegen wie damals. Da kriege ich ja direkt, da kriege ich Heimweh, wenn ich das sehe. Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber da hat es Spaß gemacht, auch Reportagen zu sprechen und Reporter zu sein, Streckensprecher. Ja, da hast du Reaktionen gehabt vom Volk, da war Stimmung im Laden und da ging was vorwärts. Gell? Ja, ja. Na klar, so, aber eine tolle das, Zeit. Ne? Und ja, das Renault war die 5, große also Idee des Renault-Pokals. Ja. Die der Rolf hatte und umgesetzt hat, gegen den Willen der Franzosen, die damals gesagt haben, wenn wir sowas machen, dann sind wir die Ersten, die das in Frankreich erstmal ausprobieren. Ja. Aber der Rolf Schmidt hat gesagt, ihr könnt mir mal einen Buckel runterrutschen, wir sind hier in Deutschland, wir machen was wir wollen. Könnt das mal bei dann uns hat abgucken. Er das Ding auf die Schiene gesetzt. Ja. Ja, mit 44 Autos. Die Nummer 44 steht gleich ganz vorne, das ist der Harald Groß, gell? Der Erste im Bild mit der 44. Der übrigens heimlich Auto. Heimlich auf dem abgesperrten Autobahnstück geübt hat, ne? Ja, ja, berühmtes Auto, weil es gab immer Diskussionen über die reglementskonform Geschichte und ob das denn auch alles dem Reglement entspricht. Harald natürlich großes Schlitzohr, sein Team auch. Ich bin ja ein Jahr später auch für dieses Team gefahren. Wir hatten halt viel Freude, ne? Und, ja. Harald ist nur ein einziges Mal erwischt worden, glaube ich, und das war beim Lehrgang, weil irgendwas mit der Zündspule nicht so ganz richtig war. Ja, die hatte eine andere Farbe und das war... Ja, 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 und deswegen hat er ist er zurückgestuft worden als Lehrgangssieger. Der hätte eigentlich die 1 verdient, haben sie die 44 verpasst. Ja. Okay. Die letzte Nummer. Aber die höchste Nummer war auch dann die schnellste im ganzen Saisonverlauf. Ja, auch gut, oder? Das war also der Beginn des Renault 5-Pokals, eine der populärsten Rennserien, die wir überhaupt je hatten in Deutschland. Das war einfach Highlife und das war Spaß und Zirkus. Die Autos sind umgekippt am Anfang. Es war die Hölle los. Und hier stehen die beiden Väter eigentlich. Der eine, der es bezahlt hat, der andere, der es umgesetzt hat. Bezahlt hat ist der Georg-Heinz Hommen, damals der PR-Chef von Renault, der Pressechef, PR-Chef. Der war eigentlich, wir haben ihn immer den Sonnenkönig von Brühl genannt. Weil der Heinz Hommen hatte damals eigentlich das meiste Geld okay. im Betrieb. Ja. Der hat ja alles bei sich angesiedelt und deswegen hat er die meiste Kohle zum Verteilen gehabt. Ja, klar. Der Rolf Schmidt hat immer von ihm bekommen, was er gebraucht hat. Der ist zum Büro und hat gesagt, der Homme, wir machen jetzt einen Renault 5-Pokal. Ja, was kostet das, hat der Homme gesagt. Hat der Rolf Schmidt die Summe X genannt, hat er, okay, aber ich will hier keinen Flop sehen, ich möchte, dass das ein Erfolg wird. Ja, so sind sie auch übrigens dann zur Formel 3 und zur Formel 2 gegangen und er hat immer gesagt, was kostet das, als Rheinischer. PR-Chef hat er ja auch ein bisschen rheinisch gesprochen und hat seine dicke Zigarre geraucht. Und der Rolf hat ihm dann den Preis genannt, hat er das Geld bekommen aus dem Etat, den hat er sich genommen aus dem Werbeetat, aus dem Kundendienstetat, aus dem Rennetat, aus allen Etats hat er irgendwas bei sich angesiedelt und hat das alles verteilt hinterher beim Sport. Guter Typ. Ich muss sagen, ich habe mit ihm fast 30 Jahre gearbeitet als freier Mann und er war in der Honorargestaltung sehr fair, er war als Mensch sehr fair, er war mit allem fair. Ich kann mich erinnern, einmal 1986 kamen er und der Rolf zur Honorarverhandlung zu mir nach Hause. Da haben wir hier irgendwo in ihrem Gasthaus gesessen und haben das verhandelt. Und da haben sie mir gestanden, dass sie kein Geld hätten. Schlechte Zeiten, schlechte Verkäufe, Etats gestrichen, verkleinert und ich müsste jetzt mal kleine Brötchen backen. Habe ich gesagt, okay, was könnt ihr zahlen? Haben die eine Summe genannt, ich bin bleich geworden. Ja. Weil es waren nicht 50% weniger, ich glaube, es waren noch 30% von 100, die übrig geblieben sind. Aha, okay, ja. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, aber ich erwarte von euch, wenn es euch wieder besser geht, dass wir das wieder ausgleichen. Ich mache das zu gleichen Konditionen wie im Vorjahr, was die Arbeit angeht, und kriege nur noch 30% statt 100. Weil wir haben bis dahin sehr gut gearbeitet, wir waren da schon, ja, knapp 10 Jahre zusammen oder etwas mehr als 10 Jahre. Und dann muss man auch dem Partner gegenüber irgendwo ein bisschen fair sein, wenn es ihm mal nicht so gut geht. Zumal ich vorher fürstlich bezahlt worden bin, muss ich dazu sagen. Ja, dann habe ich das gemacht, das Jahr. Und im Folgejahr kam er und sagte, also Krise vorbei, Kasse wieder voll.
wir machen das jetzt so, du kriegst deinen alten Satz und wir legen noch was drauf, was du im letzten Jahr nicht gehabt hast. Das nenne ich Fairness. Ja, das stimmt, ja. Pommen, Schmidt, so viel dazu. Ne? Ja. So, nächster Fall. Hier haben wir eine Siegerehrung mit dem pfeiferauchenden Rennleiter Rolf Schmidt. Das ist die 74er Siegerehrung. Das ist das erste Jahr Renault 5 Pokal und das sind die erfolgreichsten. Da haben wir den Gesamtsieger Wolfgang Schütz in der Mitte, den schlitzöhrigen Schwaben aus Hildritzhausen. Wir haben als Vize den Harald Groß, der die meisten Siege hatte. Der Anzug ist mega. Ja, super, oder? Mega. Und Goldkettchen am Arm und auf der anderen Seite eine teure Uhr. Das ist wunderbar. Ja. Und wir haben links den Hans Trinkner aus Löschgau, glaube ich, kam der. Ja, irgendwo im Schwäbischen. Und der Hans Trinkner war ein guter. Gegen den habe ich auch zweimal verloren, dann im Folgejahr 75. Und der hat einen guten Job gemacht als Renault 5 Jungstar. Rechts steht der Rolf, zufrieden mit seinem Dreierpack da, raucht seine Pfeife vor sich hin. Das ging ja damals alles noch. Übrigens, ja, und falls es Fragen gibt, Rolf Schmidt war nicht kleinwüchsig, er steht nicht auf dem Podest. Nein, er steht nicht auf dem Podest. Er ist genauso groß wie die anderen auch. Gell? Ja. Kopf die Siegerehrung war, wo war die? Ich glaube, bei der Mutter schon Essen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder wo auch immer sonst. Meistens waren wir in Essen. Das war der erste Servicewagen von Rolf Schmidt für den Renault 5 Pokal. Ein bisschen Wasser verloren. Und drunter sieht ein bisschen übel aus. Ja. Und ansonsten ein ziemlich klappriges Teil, aber da war alles drin, was du gebraucht hast für den Renault 5 Pokal. Und hinten drin war der Horst Tönkes immer eingesperrt. Der hat den ganzen Tag kein Licht gesehen. Der war immer da hinten drin in seinem Kapuff und hat Teileverwaltung gemacht und Geld kassiert. Verkauf hinten an der Heckklappe. Ja, so war das. So ging das damals. Dann hatte der Rolf Schmidt die Idee, dass die Buben ja 1975 im zweiten Jahr eigentlich Hilfe bräuchten, weil er gesehen hat, dass sie im ersten Jahr alles falsch gemacht hat. Und hat gemeint, wir müssen jetzt einen Profi engagieren, der sich ein bisschen kümmert um die Jungs und denen sagt, wie man das macht, zeigt, wie man eine ordentliche Linie fährt, wie man keine Autos umwirft und überhaupt, der denen ein bisschen was mitgibt auf dem Weg. Dann ist ihm eingefallen, dass gerade um diese Zeit der Dieter Glemser, der zweifache Rennsportmeister in Ford-Diensten, seine aktive Zeit beendet hat und sich einer Beratertätigkeit bei Ford zugewandt hat. Was ihn aber nicht davon abgehalten hat, mit dem Rolf Schmidt dann zu verhandeln, nachdem der Rolf ihn eingeladen hat und dann auch noch für den Renault 5 Pokal als Pate zur Verfügung zu stehen. Als beratender Ex-Rennfahrer, der nun den Jungs erklärt hat, wie man alles macht. Ich war auch in diesem Jahrgang drin, 75, und ich sagte, Dieter, mir musst du nur nichts erzählen, aber den anderen kannst du gern was erzählen. Es war immer herrlich, wenn die uns dann unterhalten haben und er mir gesagt hat, dass ich dies und jenes eigentlich noch optimieren könnte. Und gut, seine Ratschläge waren wichtig und gut, aber für die anderen wichtiger als für mich eigentlich. Und wir haben immer viel Spaß miteinander gehabt. Ich erinnere mich noch an das Marshall-Auto, das es damals gab. Das war ein neutraler Fünfer im Renntrim, der hatte ein M statt einer Startnummer für Marshall. Ja. Ja. Der Marshall war der Herr Glemser, der vorne wegfuhr und eine Linie vorgeführt hat im Training. Das gab es auch nur einmal, dass du sowas machen konntest in dem Jahr. Das wurde dann auch immer genehmigt danach. Stell dir mal vor, der ist im Rennen und im Training vor dem Feld hergefahren und hat die durfte nicht überholen. Ach so, und die haben den trotzdem überholt, nach Herzenslust. Ne? Also da gingst du wie im Tollhaus. Es war wunderbar. Und deswegen haben wir ihn den Paten genannt, den Herrn Glemser. Diese Bezeichnung hat er ja offiziell nie gehabt. Er war ja Berater, aber bei uns war er der Pate. Jawohl. Ich glaube sogar, diesen Begriff hat der Norbert Haug erfunden damals, der damals bei Sportauto noch war, Journalist. Und der kam irgendwann und hat gesagt, na Pate, wie geht's denn so? Und ich habe das gehört und habe es weitergetragen und dann hat sich das verfestigt irgendwann. Die beiden Schwaben halt, ne? Haug und Glemser, die waren ja auch dicke Freunde. Ne? Ja, das stimmt. So, da ist er. Ja, da ist er nun in vollem Rennen, Ornat mit gelber Renault-Jacke, was Ford besonders gefreut hat. Weil da hat er auch noch Geld gekriegt. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, aber damals war der Mike Granefuß noch und dem war das eigentlich Schnurz, der hat gesagt, mach, was du willst. Hauptsache ist, du machst deinen Job bei uns richtig. Das ging alles noch damals. Heute ging alles, ne? Das staunt man immer. Aber die sind ja auch damals alle Rennen gefahren für verschiedene Marken teilweise. Ja, natürlich. Jeder hat gemacht, was er wollte. Ja. Es war herrlich. Ich habe diese Zeit auch wunderbar
empfunden und genossen. Also hier haben wir ihn mit seinem Marshall-Auto, da ist der Kreis in der Mitte, normal ist da ein M drin, das wird dann immer neu aufgemalt, weil das Auto zwischendurch wieder für was anderes benutzt worden ist. Er hat jedenfalls da eine tolle Zeit gehabt, sein Salär betrug übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, 50.000 Mark. War nicht schlecht als Pate, ne? Ja. Mitte der 70er, oder? Ja. Also ich meine, das mal bei Hommen irgendwie gesprächsweise gehört zu haben, dass er da mit 50.000 Mark ab, dass er damit abgefertigt worden ist. Jetzt habe ich das Wort. So, das hier ist auch die frühe Bürotätigkeit des Rolf Schmidt mit seiner Sekretärin Vera Pelz, die irgendwann nach Australien der Liebe wegen ausgewandert ist. Jo. Ja, da war er stocksauer, dass er die Sekretärin verloren hat, weil der Rolf, der brauchte immer jemanden, der ihm zugearbeitet hat. Ne? Ja. Der Rolf musste immer auf seinem Chefsessel sitzen, die L'Equipe lesen und in Programmheften stöbern und Konzepte machen, aber umsetzen, aufschreiben, dann vervielfältigen mit der Matrize damals und so. Ja? Ja. Das musste alles eine subalterne Kraft machen. In dem Fall also die Sekretärin Vera Pelz, heute heißt das Assistentin, früher hieß das Sekretärin. Heute heißt es Assistentin. Also, ja, oder so. Ja, Assistentin, ja. Ich beteilige mich daran nicht. Für mich gibt es Assistenten und Assistentinnen und damit ist gut. Also der Rolf, der hatte eine Eigenheit. Der kam 19 ins Büro und hat als erstes die L'Equipe aufgeschlagen. Eine französische Sportzeitung, die täglich erscheint, die ihm zugestellt wurde, jeweils mit einem Tag Verspätung über eine Presseverteilagentur in Köln. Und dann hat er mich vergattert, ich müsse das jetzt auch machen. Ich müsse täglich die L'Equipe lesen, damit ich wisse, was im Renault-Sport in Frankreich alles los sei. Das sei wichtig für meine Arbeit und für mich. Ich habe das auch gemacht und dann habe ich festgestellt, dass diese Tageszeitung im Jahr über 300 Mark gekostet hat. Ach so, okay. Ja, die war schweineteuer, weil da kamen ja noch die ganzen Gebühren dazu von Paris nach Deutschland und die Auslieferung. Bei mir kam die immer zwei Tage später an. Und da habe ich meine 10 Worte Französisch dann gelernt, die ich noch heute beherrsche. Ich habe immer das überflogen und habe geraten, was das alles sein kann, habe die Bilder betrachtet. Aber immerhin hast du es brav gemacht. Aber ich frage die Worte jetzt nicht ab, weil ich gehe davon aus, dass sie nichts mit Autos zu tun haben. Nein, er hat mir dann später noch eins aufs Auge gedrückt, nämlich Autosport in England. Ja, okay. Die kamen wöchentlich. Die war aber dann für mich auch wesentlich ergiebiger, weil das habe ich besser verstanden, weil mein Englisch geht noch einigermaßen wenigstens. Du, mit französischen Autozeitungen hätte ich auch meine Probleme. Also. Ja, irgendwann kam meine Frau und hat gesagt, sage mal, Braun, musst du all diese teuren Hefte alle haben? Das ist ja unglaublich. Hier L'Equipe, da Autosport, da dies, da jenes. Autosprint war auch noch dabei, fällt mir gerade ein. Kauf mir doch lieber Schmuck für das Geld, hat sie gesagt. Ja, da kamen Rechnungen zuhauf und meine Finanzministerin, die ist immer ganz bleich geworden. Ne? Ich kann es verstehen. Heute habe ich nur noch MSA, das reicht. Mehr muss ich nicht mehr haben. Ja, ich hab so eine App, da sind alle Zeitschriften drin. Ja. So, wir machen hier mal weiter. Das hat sich ja alles jetzt ins Internet verlagert. Du musst ja die Seite auch mal lesen, du brauchst keine Heftchen mehr. Ne? So. Da haben wir nochmal die Truppe dann etwas weiter fortgeschritten. 76 sitzt der Rolf da etwas missmutig im Kabuff wieder. Das ist wieder die Abteilung Ersatzteile und Co. Und da werden gerade irgendwelche Listen wieder geschrieben. Der Horst Tönk ist ganz recht, der hat das immer verwaltet. Das war der ganz große Ersatzteilmann. Der hat alles beschafft, was du gebraucht hast. Selbst wenn er es nicht im Wagen hatte, hat er das nächste Mal dabei gehabt. Auch mal für ein Straßenauto was, auch mal dies, auch mal das. Das war ein Künstler, der Horst Tönk. Lebt bist leider du damals auch nicht Renault mehr. Gefahren eigentlich? Bitte? Bist du damals Renault gefahren? Nein. Oder immer noch Ford? Du warst ja nein, Ford, ich bin damals immer Ford gefahren. Dein weil Ford hat sie ja geschraubt im Fahrerlager, oder? Nein, ich muss dazu sagen, dass es damals die Zeit war, wo du auch als freier Journalist und als freier Auftragnehmer für viele Hersteller arbeiten konntest. Ich habe damals zugleich gearbeitet für VW, für Renault, für Ford, für Fiat. Und was weiß ich für den noch alles. Für Mercedes und Porsche alternativ, ne? Ja, Porsche war noch dabei irgendwann. Ja, ja. Also das hat niemand gestört, das ging alles, weil man eben wusste, jeder macht seinen Job so, wie er gemacht werden muss und vermengt da nichts miteinander und es hat alles wunderbar geklappt. Dann irgendwann habe ich aber auch ein Renault-Dienstauto bekommen, so ab 1993 etwa. Erst war es ein Safran, eine fürchterliche Schaukel. Dann habe ich sie alle durchprobiert, über Laguna und über Clio und über 5 Turbo und was es alles so gab. Und
Espas natürlich. Und irgendwann bin ich beim Laguna hängen geblieben. Das war eigentlich der Laguna-Kombi, war eigentlich der Beste so für mich. Und der hatte auch richtig Power und Qualm an der Kette. Ja. Der Velsatis, das war auch ein schönes Auto. Das hat leider sich nie durchgesetzt, aber ich habe es sehr geliebt. Es war eine richtig schöne Schaukel. Ja, aber der, ja. Der Renault Espace, den fand ich damals auch cool eigentlich. Der Espace war schön. Ich hatte mehrere Espace. Aber den Laguna hatte ich am längsten, sogar bis 2014, 2015. Oh, guck mal an. Ja, ich durfte sogar, nachdem mein Job bei Renault zu Ende war, das Auto noch weiterfahren, solange ich wollte. Obwohl es mir gar nicht gehört hat. Ich fand es sehr großzügig. Und das finde ich auch, ja. Überhaupt war Renault zu mir wirklich sehr großzügig über all die 30 Jahre oder mehr als 33 Jahre fast. Ein wunderbarer Partner, ein loyaler Auftraggeber, der immer zu mir gehalten hat und der mich wirklich königlich, muss ich sagen, versorgt hat mit Honorar und allem anderen. Ich denke da sehr gern dran zurück. Und das ist auch der Fürsprache von Rolf zu verdanken, der gesagt hat, den Braun wollen wir haben und den müssen wir gut bezahlen, sonst läuft er uns wieder weg und macht für die anderen noch bessere Arbeit. Ja, und es war einfach ein ganz, ganz tolles Verhältnis, das wir hatten. Und ich denke da immer gern dran zurück. Ich habe nie mehr einen ähnlichen Partner gefunden wie Renault, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, das hier ist natürlich auch ein Bild, das mir wehtut, wenn ich es mir angucke, weil beide nicht mehr da sind. Das ist der Rolf Schmidt mit seiner Frau Lou, die ihn überall hin begleitet hat. Zu allen Rennen, die in dem damals sehr kargen kleinen Wohnmobil die Frühstücksbrote gemacht hat und das Mittagessen gemacht hat für ausgewählte, handverlesene Gäste. Rolf und Lou Schmidt zusammen mit Hund Brutus und Sohnemann Kai bei der Wanderung durchs Fahrerlager beim Defilé, das war immer etwas, wo sie alle stramm gestanden sind und alle sich verbeugt haben. Tag, Herr Schmidt, Tag, Frau Schmidt. Ja, und hallo. Und er hat ja immer die Parade abgenommen am Wochenende. Ja. Und das musste einfach sein, dieser majestätische Gang durchs Fahrerlager, ne? Ja. Wo er dann geguckt hat nach dem und nach jenem. Und die hatten einfach, das waren Respektspersonen, die beiden. Ja. Das war eine Geschichte, die alle einfach akzeptiert haben, wenn der Rolf Schmidt und seine Frau erschienen sind, haben sie alle stramm gestanden. Und es war eine Ehre, wenn du mal bei denen essen durftest im Wohnmobil mittags an der Rennstrecke. Ich meine, da gab es ja noch keine Hospizelte und die ganzen Paläste nicht. Da musst du ja gucken, wo du bleibst. Da hast du entweder Rennwurst gekauft irgendwo oder ein Butterbrot mitgebracht und das war's dann. Ja. So, aber du konntest hier eine warme Mahlzeit einnehmen. Ja, schön. Lou hat gekocht. Ja. Ja, ist leider vorm Rolf gestorben, 10 Jahre etwa vor ihm. Und der Rolf hatte danach sowieso überhaupt keinen Lebensmut mehr. Der wollte nur noch da gleich hinterher nach oben. Und hat diese 10 Jahre immer gejammert vor sich hin. Wir haben ja fast jede Woche telefoniert dann und hat immer gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt zu Lou da hoch. Und, aber es klappt noch nicht so richtig. Aber irgendwann hat man ihm dann den Wunsch doch erfüllt. Und jetzt sind sie beide da oben und ja, haben sich dann auch wieder. War ein tolles Gespann, die beiden, ja, gar keine Frage. Der Sohnemann, der Kai übrigens, ist heute bei Renault in Brühl im hohen Management angesiedelt. Tatsächlich, haben die das weitergegeben? Ja, der ist als kleiner Schlöpke, als 5-Jähriger oder 6-Jähriger da mitgetorkelt an der Rennstrecke und mit den Eltern und der ist jetzt bei Renault richtig hoch angesiedelt. Ich glaube, der leitet irgendeine eine ganz wichtige Abteilung. Okay. Weiß es nicht mehr genau. Ich habe schon länger nicht mehr mit ihm geredet. Wir hatten immer mal hin und wieder per E-Mail oder WhatsApp Kontakt, aber im Moment ist das abgerissen. Aber wenn ihr jetzt den Podcast seht, wird er sich melden, vermutlich. Wahrscheinlich. So, das ist der Rolf mit seinem Lieblingsinstrument im Gesicht, der Pfeife. Die hat immer Tag und Nacht gequalmt und da hat er übrigens gerade seinen Motorradanzug an. Der ist nämlich auch leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen. Bis irgendwann das Thema durch war, weil er dann doch, das ist ihm irgendwann zu gefährlich geworden. Wenn du älter wirst, dann lässt du das irgendwann auch bleiben. Ja. Wahrscheinlich, ja. War ein richtig schwerer Donnervogel, den er da hatte. Ja. So, die beiden haben den Rolf Schmidt 10 Jahre seines Lebens extra gekostet. Ja. Was das Nervenaufreiben angeht. Obi, da haben wir links den Peter Oberndorfer und rechts den Christian Danner. Die Jahre 77, 78, 79. Ich habe das ja miterlebt. Der Rolf ist bald verrückt geworden mit den beiden. Ja. Die haben ja nur Blödsinn im Kopf gehabt und nur irgendwas angestellt, was den Rolf Schmidt immer auf die Palme gebracht hat. Es war furchtbar für den Rolf. Für uns war das top.
weil die haben uns immer gute Geschichten geliefert, auch so für die Streckenreportage. Die beiden waren für mich eine Goldgrube, für den Rolf eine nervenaufreibende Nummer. Ja. Weil der hat sich natürlich immer aufgeregt, weil die Sachen gemacht haben, die nur gar nicht gepasst haben. Ein paar Sachen hast du schon mal erzählt. Waren für den größten Crash in der Renault 5-Geschichte verantwortlich. Hier, der Herr Oberndorfer und die beiden, ja, auf der Argus in Berlin. Ja. Die haben Geschichte geschrieben. Ja, genau. Und die Väter waren ja befreundet und haben sich dann immer in der Wolle gelegen, wer Schuld hatte. Richtig. Ja, weil ein Vater immer gesagt hat, der andere ist neidisch auf meinen Sohn und das ging hin und her und die Söhne haben sich wunderbar vertragen, die Väter haben gestritten, der alte Professor Danner und der alte Obi, Autotester, es war herrlich. Ja. Und da gab es Hausverbote gegenseitig und die Buben haben es totgelacht. Die waren immer beste Freunde. Ich glaube, die sind heute noch ziemlich eng beieinander. So, jetzt, das war übrigens ein Bild von 79, gell? Das war ihr letztes Jahr und dann sind beide abgewandert in Richtung höhere Aufgaben. Obi ist dann Turbopokal gefahren ab 80, also die großen Europacup-Schlachten. Der Christian ist in M1 gestiegen, wenn mich nicht alles täuscht, hat dann angefangen, bei BMW Karriere zu machen. Dann haben sich die Wege sportlich ein bisschen getrennt und beide haben es irgendwie geschafft, erfolgreich zu sein. Obi ist heute bei der DTM inzwischen, verantwortet den Bereich Klassik, DTM Classics, sortiert sich dort die Felder zurecht und managt das Ganze. Und der Christian natürlich, den kennen wir alle als TV-Kommentator, als Berater hier und Berater dort. Und dem geht es nicht schlecht. Gell? So. Aber gut schaut's aus, ne? Die Brille von eben. Ja. Und die Frisur und alles. Und Ohrring. Ja. So, dann hatten wir, haben wir hier eine weitere Siegerehrung, die auch in Essen stattfindet. Die ist von 1979. Das ist das letzte Jahr des Christian Danner, den wir da oben auch sehen. Ja, genau, am Renault-Logo. Ja, als Vizemeister. Ja. Den sehen wir hier als Vizemeister. Der steht genau vor dem Renault-Logo und unter ihm, also eine Etage tiefer, steht übrigens der Volker Striezek. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist auch so. Das ist folgendes: Das ist die Siegerehrung international und national. Und ich glaube, der Volker hat international sogar gewonnen, 79. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich krieg's vielleicht nicht mehr so genau auf die Reihe. Ich weiß nur, Volker Striezek war zweimal sogar Meister. Einmal national, einmal international. Der Christian war Vize. Der Meister des Jahres 79 international war der Leo Steiner. Der ganz oben steht mit der Brille, mit dem Schnauz und mit dem dicksten Pokal. Der hat auch die übliche Trophäe da mit den Ventilen da drin. Ne? Ja. Diese Plexiglas-Nummer da, diesen rechteckigen Kasten, den er da in der Hand hat. Sie war über Jahre die Trophäe immer wieder. Rolf hat immer gesagt, großes Kunstwerk, war aber in der Herstellung verdammt billig. Rechts steht noch der Fritz Friebel aus, ich glaube, der kam irgendwo aus der Nähe vom Nürburgring, aus Bad Hönningen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann rechts haben wir den Obi im weißen Anzug mit dem Lock und Schlips. Ja. Dann vorne ist der Knut Jäger, auch wieder mit Schnauzbart. Dann haben wir den Striezek, und die kenne ich alle gar nicht. Ganz links der Mann, ganz links im Anzug mit Brille ist der Herr Simmert von Elf. Elf hat ja diesen Cup auch mit der Namensgebung praktisch begleitet und gesponsert. Das hieß Renault 5 Elf Pokal ist die offizielle Bezeichnung gewesen. Renault 5 Elf Pokal. Elf, Mineralölkonzern, hat viel Geld gegeben für den Cup, damit er überhaupt gut ausgestattet war mit Preisgeld und das war da damals der Repräsentant von Elf. Okay. Also, großer Aufmarsch, große Siegerehrung. So, Rolf Schmidt sehr stolz auf die ganze Partie, die da steht. Braun hat es kommentiert. Ich habe alles für die machen müssen. Die Rennen kommentiert, die Siegerehrung, die Kundenveranstaltungen, Lehrgänge am Nürburgring, ach, was weiß ich alles. Es war immer was los, gell? Das glaube ich. Das klingt so. Klingt jetzt gut. Gucken wir, wo sind wir jetzt hier? Und jetzt gehen wir mal weiter. Das ist jetzt auch eines dieser wunderbaren Bilder, die ich immer geliebt habe, nämlich der Start der Renault 5 Turboläufe in Hockenheim und am Nürburgring. Hier sind wir aber in Hockenheim und da gab es diesen Renault 30 Kombi mit offener Heckklappe, wo der Rolf Schmidt im gelben Helm hinten drin saß und das Feld dirigiert hat. Das musstet ihr mal reintun. Ja, aber wirklich, wie cool das aussieht. Eine Spezialanfertigung eines Renault 30 extra als Pace Car, als Führungswagen, für dieses wilde Feld des Renault 5 Turbo Cup. Mit Fußstütze und allem, also sehr herrlich. Es ist unglaublich, gell? So, dann haben wir hier ein typisches Bild, Renault 5 Turbo Cup aus dem Jahr
84 dürfte das sein. In der ersten Reihe ist die 1, ja, ich weiß gar nicht, es könnte sogar der Obi sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ich weiß es nicht. Also links ist der Gouillet mit der 9, das weiß ich noch. Als alter Streckenreporter hat man die Nummern sogar noch im Kopf. Ja? Und so an Aufschriften, Europcar war Gouillet, das weiß ich definitiv. Rainer, guck mal, mein Telefon, Reihe, mein dahin, Telefon klingelt. Da, wo gerade noch, bitte? Mein Telefon klingelt. Ja, bravo, sag ihm liebe Grüße. Ich hätte ihn gerade erwähnt, mit dem Paten, gell? Ich weiß, ja. Vielleicht kannst du mal einen Podcast mit ihm machen. Ja, das will ich ja, deswegen ruft er ja zurück. Ja, den gucke ich mir genau an, das schwöre ich dir. Den Podcast, den ziehe ich mir zweimal rein. Ja, also wie gesagt, da ist die ganze Bande beieinander. In der zweiten Reihe links ist übrigens der Massimo Sigala, das sehe ich auch, wenn du ein Eck rausguckst, ja. Und dann ist da Jan Lammers da mit dem Marlboro-Auto in der dritten Reihe und der Obi fährt da auch ihren Kumpel, ist auch völlig egal. Gut. Was sehen wir wieder? Volle Hütte. Ja? Motodrom wieder voll bis auf den letzten Platz. Das waren die fetten Jahre. Ja? Ja. Das wirst du nie mehr sehen, ich schwör's dir. So. Hier haben wir nun den Rolf Stolz mit der besten Frau des Renault-5-Pokals. Und wer ist die Dame? Das ist die Biggie Briel, so hieß sie damals. Inzwischen heißt sie Brigitte Heinz. Das ist nämlich inzwischen die Ehefrau, schon nicht nur inzwischen, sondern längst viele, viele Jahrzehnte, die Ehefrau eines der erfolgreichsten deutschen Rennfahrermanager, Werner Heinz. Ja, okay. Der Werner Heinz hat eigentlich alle gemanagt, die im deutschen Sport Rang und Namen hatten und erfolgreich waren. Mhm. Einschließlich Henry Maske im Boxsport. Und der hatte... Und einschließlich einiger Models, ich glaube sogar die Claudia Schiffer. Ja, natürlich, ja. Du weißt das alles, gell? Ja, natürlich. Ja, ich habe ihn tatsächlich mal kennengelernt, das ist aber schon ganz, ganz lange her, hat gar nichts mit meinem Podcast zu tun gehabt. Und da sind wir uns ein paar Mal in München irgendwie über den Weg gelaufen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und da habe ich den kennengelernt, aber da war der gesundheitlich schon nicht mehr so gut drauf. Also ich glaube, es geht ihm nicht ganz so gut, aber ich habe ihn nun in seinen besten Jahren erlebt. Irgendwann kam er zu mir. 84 rum oder 83 rum und habe gesagt, du, ich habe da einen, der fährt Formel Ford jetzt, aus dem machen wir einen richtigen Superstar. Den müssen wir nur noch ein bisschen trimmen, damit klappt das, dann muss er ein bisschen mehr erzählen, der sagt zu wenig und der macht zu wenig aus sich, aber aus dem machen wir einen, der wird sie alle niederreißen. Und wer war das? Bernd Schneider. Ja, hat er recht behalten, ne? Hat er recht behalten, mit vielem recht behalten. Er hat den Frank Bieler gehabt, er hat den Schneider gemanagt, er hat den Nick Heidfeld gehabt. Nick Heidfeld, genau, das hätte jetzt auch noch gewusst. Ja, und ich glaube auch den Manuel Reuter, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es waren so viele, das kriege ich gar nicht mehr auf die Reihe. Henry Maske erwähnt hast, ja, Henry, hat doch immer diese Einlaufmelodie von Vangelis gehabt. Ja. Weißt du, oder Vangelis oder wie die heißen, dieses Dä-dä. Und da hat er sich die Rechte von dem Song gesichert. Und dann ist das Ding ja durch die Decke gegangen, als Henry Maske damit einmarschiert wird. Also ich glaube, allein davon hätte er den Rest seines Lebens bestreiten können. Ja, also der hat ein goldenes Händchen gehabt, der Werner, auch bei der Auswahl seiner Ehefrau, muss ich sagen. Biggie ist eine ganz liebe. Ja. Und dazu kommt auch noch, was für den Nick Heinz, wir haben ihn immer Nick genannt, gar nicht lustig war. Die Biggie und er fuhren wohl in einem dieser Jahre, also die Biggie ist mehrere Jahre Renault 5 gefahren und der Werner Heinz zwei oder drei Jahre. Aber in einem dieser Jahre sind die beiden zusammengefahren. Mhm. Und dann hat sie den späteren Ehemann regelmäßig gebildet. Ja. Das ist das Allergrößte gewesen. Die Biggie war dann schneller als ihr damaliger Freund Werner Heinz. Die waren ja schon sehr früh damals befreundet im Renault 5-Pokal. Und jedes Mal war sie schneller. Herrlich. Ich habe mich immer bebollert. Natürlich, wenn ich sowas am Mikrofon sehe, baue ich das natürlich auf. Das konntest du damals ja auch machen, ohne Probleme, dass du da also mal die Frauen ein bisschen nach oben gehoben hast. Und heute wird das ja alles gleichgeschaltet. Du darfst ja alles nicht mehr machen. Ich sagte nur, ich bin froh, dass ich den Job nicht mehr machen muss. Sonst hätte ich nur noch Probleme. Ich kann es verstehen. Ich habe immer gemacht, was ich wollte. Und das war für mich der große Spaß meines Berufs. Ich wollte den Job heute nicht mehr machen. Ich könnte nicht mehr machen, was ich will, weil sie würden mich nach einem Tag Reportage sofort entfernen. Ja. So sieht das aus. Hier darfst du bleiben. Hier darfst du auch frei reden. So, dann wollte ich noch sagen, es gibt ein Cover von einem Video, Fünferbande. Das wollte ich noch mal zum Thema Renault 5-Pokal sagen. Jawohl. Da habe ich. Das ist eine DVD, die irgendwann produziert worden ist. Ich glaube, von meinem alten Freund Hane. Also vom Nick Hane von Stereo Screen. Genau. Eine wunderbare Produktionsfirma für tolle Filme. Ja. Und diese
CD ist ein Renner im Internet, dass es nur so raucht. YouTube, wir verlinken es auf jeden Fall. Hat, glaube ich, bisher jeder gesehen von, ich denke mal so 160.000, 170.000 Aufrufe hatten. Das ist cool, das Ding. Das muss man sich angucken. Da ist was. Da ist was. Muss man gesehen haben, dann weiß man, was los ist, ne? 37 Minuten, da brauchst du nichts mehr erzählen, da weißt du alles. Ja, das stimmt. So, nächster Fall. Hier sind wir dann schon in Abschiedsgefilden, nämlich das ist die Veranstaltung, wo wir den Rolf Schmidt verabschiedet haben in Essen. Da kam der Georg-Heinz Hommen, der da schon im Ruhestand war dazu. Der war da schon seit 3 Jahren pensioniert, kam aber natürlich im dunklen Anzug gleich dazu, um auch den Rolf Schmidt zu verabschieden. Genauso wie der Renault-Generaldirektor aus Paris kam, da alle angelaufen und haben ihn gelobt über den grünen Klee. Ich weiß, dass der deutsche Renault-Direktor gesagt hat damals, der Rolf Schmidt hatte einen besseren Ruf in Deutschland als ich selbst als Generaldirektor. Und das will ja schon was heißen. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Und ja, da habe ich die beiden dann nochmal über die lange, lange Zeit Revue passieren lassen, die wir gemeinsam verbracht haben. Und es war ein toller Abend, der ist richtig unter die Haut gegangen. Und dann kam es zu dem Moment, wo wir als Überraschung für den Rolf Schmidt, der ganz rechts steht, war übrigens um die Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, Motorshow Essen, Saal Essen, ich werde es nie vergessen, alle greifbaren Renault 5 Cup-Sieger zusammengerufen haben und Clio Cup-Sieger. Der Clio Cup ist ja 91 eingeführt worden, das war also dann 92 das zweite Jahr, die meisten sind Renault 5 Cup-Sieger. Mhm. Ich sehe da zum Beispiel von links nach rechts, mal gucken, wenn ich noch all zusammenkriege. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also da haben wir den Mark Gindorf. Links weiß eine Trompete, was? Mark Gindorf, ja. Ist ein Cupsieger gewesen. Der Dieter Gass steht gleich daneben, später bei Toyota, große Nummer, und dann Renault Sportchef viele Jahre. Warum der Audi Sportchef dann gehen musste, ist mir völlig unklar. Das wissen viele noch bis heute nicht, warum sich Audi von ihm getrennt hat oder er von Vielleicht. Audi ist nie so Vielleicht ganz klar geworden. Vielleicht erfährt man es irgendwann bei mir. Bitte? Vielleicht erfährt man es ja irgendwann bei mir. Ja, ich hoffe doch sehr. Das interessiert viele, weil der hat so einen guten Job gemacht. Ich war damals ziemlich geplättet, als ich das erfahren habe. Egal. Dann haben wir den Horst Klenke. Ich glaube, der hieß Horst mit vorne. Auf jeden Fall Klenke. Dann steht da, das ist ein Schweizer, der mit dem Schnauzbart. Das könnte da Urs Eberle sein, bin aber nicht sicher. Dann haben wir den Armin Bernhard, der später in die DTM gekommen ist. Dann kommt eine Zeit lang nichts. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr viel. Jetzt wird es eng. Dann haben wir aber noch den Volker Stritzek, den erkenne ich am schütteren Haar. Das ist im weinroten. Ja, weinrotes Sakko. Nein, also nicht das ganz weinrote, sondern das dunkelweinrote. Ja, genau, das meine ich. Ja. Das 1, 2, 3, der vierte von rechts. Der vierte von rechts, richtig. Das ist der Volker. Ja, und die haben alle also ihren ehemaligen Sportchef gelobt, gepriesen. Und ich habe das Ganze ein bisschen mit dem Mikrofon noch begleitet. War eine tolle Geschichte. Der Uwe Reich hat dann eben noch ein Ständchen gebracht als begnadeter Sänger. Es war ein wunderbarer Abend, der dann gipfelte darin, dass die Jungs dem Rolf, die haben alle zusammengelegt, ein Geschenk gemacht haben. Nämlich einen R4. Der Rolf hat den R4 immer geliebt, als guter Franzose, in Anführungszeichen, und hat immer geschwärmt davon, dass er mit dem R4, wenn er pensioniert ist, dann eine große Reise machen wollte, quer durch Frankreich. Rolf seiner. Dann haben sie alles zusammengelegt und haben ihm dieses Teil hier geschenkt. Das war ein Rolf seiner, steht da drauf. Ja. Das war ein großes Abenteuer, dieses Auto in den Saal Essen zu transportieren. Ja. Ich habe das mal dokumentiert, wie das damals war. Oh, krass. Da war ja der Kranfahrt fast teurer als der Wagen. Unternehmen kommen, um das Ding erstmal hochzuhieven, weil der Saal Essen ist schon ein bisschen höher gelagert. Das ist nichts Ebenerdiges, gell? Ja. So, und dann hatten sie das da oben und dann wurde das da jetzt in den Saal Essen alle Fenster wurden ausgebaut, große Glasstrukturen und alle Konstruktionen wurden erstmal ausgebaut, damit die Karre da rein konnte. Ja, die wurde mit einem Spezialkran dann da reingeschoben, mit einem entsprechenden Gestell, können wir den Zirkus vorstellen, was das gekostet hat. Ja, wollte ich gerade sagen, war teurer als das Auto, ne? Ja, die Messe Essen hat sich da auch dran beteiligt übrigens. Ja, okay. So, und da haben wir nun den neuen Pensionär mit seinem neuen Auto, mit dem er wirklich dann mit seiner Frau quer durch Frankreich gefahren ist und Urlaub gemacht hat, immer wieder. Er hat dieses Teil geliebt über alles. Super. Weil der Rolf ja auch ein Edelfranzose war.
weil er einfach Frankreich geliebt hat als Land. Deutschland natürlich auch, aber Frankreich, das war sein Land. Und Renault und Frankreich und Bandol, eine Insel, wo er immer gerne hingefahren ist zum Urlaub machen. Und ja. Toll. Mensch, ob es das Auto wohl noch gibt, oder? Mit den ganzen Unterschriften drauf. Ja, das, ich weiß nicht, wo es geblieben ist. Wir müssen den Keimer fragen. Wir haben alle Cupsieger unterschrieben, gell? Ja. Im Auto. Ist versiegelt, damit da der Regen nichts abwäscht und so. Tolle Geschichte. Ja. So was gibt es heute noch. Und das ist der Nachfolger. Das ist der Bernd Hütter, der auf den Rolf Schmidt gefolgt ist und der immer gesagt hat, ich weiß, die Fußtapfen sind groß, die der Rolf mir hinterlassen hat. Ich werde mein Bestes geben und ich muss sagen, ich habe ja auch für den Bernd da noch gut 10 Jahre gearbeitet. Die Zusammenarbeit war genauso gut wie mit dem Rolf. Der Bernd hatte einen anderen Führungsstil, aber der war auch gut auf seine Art wiederum. Der Bernd war ein anderer Typ als der Rolf Schmidt. Du konntest den auch gar nicht kopieren, das war völlig unmöglich. Und er hat wirklich das Allerbeste gemacht aus dem, was machbar war, als Nachfolger vom Rolf. Ich hätte diese Nachfolge nicht antreten wollen, weil er hat Maßstäbe gesetzt, der Mann. Ja. Und die dann einigermaßen zu erfüllen als Fortsetzung, das war nicht einfach. Und der Bernd hat das toll gemacht, muss ich sagen. Hm. Und alle haben ihm auch dann den entsprechenden Respekt gezollt. Das hat also ganz gut funktioniert. Er hat ja dann auch die ganze Formel Renault noch weiter mit aufgebaut und noch ausgebaut und bis praktisch Renault den Sport beendet hat und gesagt hat, gibt nichts mehr. Er hat dann sowieso aufgehört und hat gemerkt, es geht langsam den Bach runter. Und der Ralf Weishaupt wurde dann nochmal vorübergehend Sportchef und dann wurde Renault vor ein paar Jahren komplett abgewickelt, was den Motorsport angeht. Wirklich von heute auf morgen fast, ne? Ja, das ging Knall auf Fall und da wurde der Laden ausgeräumt und fertig, Ende. Es gibt keinen Sport mehr in Brühl. Es gibt den Namen Motorsport in Brühl ist nicht mehr existent. Hm. Und das tut weh. Es tut allen weh, die diese Zeit erlebt haben, ob das Bernd Hütter ist oder ich. Oder der Rolf musste es Gott sei Dank nicht mehr erleben, diese Abwicklung. Und die, die es noch erleben mussten, die haben bittere Tränen vergossen. So viel steht fest. Ich glaube, nach 50 Jahren ist er schon... Ja, 68 bis vor ein paar Jahren, 2-3 Jahre. 51 Jahre. Ja. Stell dir das mal vor, ist schon bitter. Ne? Ja, aber es war eine tolle Zeit, die ich erlebt habe, die wir alle erlebt haben mit Renault. Wir denken gerne dran und das soll das Schlussbild sein. Das ist der Rolf nochmal als Erinnerung im Ruhestand 2007 zu Hause. 10 Jahre später ist er gestorben, 2017 mit 89. Das Bild zeigt sehr viel Gelassenheit, sehr viel Zufriedenheit, eines Menschen, der alles erreicht hat im Leben, was er erreichen wollte, der dem Sport wahnsinnig viel gegeben hat und der dann seinen Ruhestand zunächst mit seiner Frau genossen hat und dann alleine geblieben ist und das auch einigermaßen gehandelt hat, aber er war eigentlich schon auf einem Trip, diese Welt zu verlassen. Und er ist dann auch sehr krank geworden und irgendwann wurde ihm dieser Wunsch dann auch tatsächlich vom Schicksal erfüllt. So sollten wir ihn in Erinnerung behalten. So behalte ich ihn in Erinnerung. Ein Mann, der dem Motorsport in Deutschland irrsinnig viele Impulse gegeben hat, eigene Ideen und vieles, vieles andere, was so in dieser Form nie mehr so sein wird. Hm. Tja, unser unvergessener Rennleiter und Sportchef von Renault, Rolf Schmidt, Brühl, wohnhaft in Köln-Rodenkirchen mit Blick auf den Rhein. Alles bestens. Was noch da ist und übrig ist vom Rolf, ist Sohnemann Kai, der inzwischen auch schon wieder Kinder hat. Und es geht halt immer weiter irgendwie. Nur der Kai wird nicht in der Lage sein, den Job so zu machen, wie ihn der Rolf gemacht hat. Es wird nämlich keinen Renault-Sport mehr geben, wo er sich hätte betätigen können. Dafür hat er was anderes erreicht. Hohe Managerposition ist ja auch was. Tja. Rainer, vielen, vielen Dank. Ja. Also ein wirklich toller Überblick und man merkt vor allem, wie nah du ihm gestanden hast und was er dir gegeben hat oder ihr euch gegenseitig gegeben habt. Jetzt kann man eigentlich nur noch sagen, auf das Video haben wir schon hingewiesen, es gibt, bevor wir in einem der nächsten Videos über dein neues Buch reden, gibt es noch ein anderes Buch. Da steht auch Autor Rainer Braun drauf. Ich habe es zufällig. Hier, 25 Jahre Renault 11 Pokal. Also wer das noch bei eBay findet, ist auch ein Riesentipp. Fantastische Fotos, tolle Geschichten und das sollte man auch in der gut sortierten Bibliothek stehen haben. Ja, ich sage nur, es kann sich jeder glücklich schätzen, der es hat. Es gibt es schon längst nicht mehr. Ich weiß, Die Entstehung dieses Buches ist auch ein großer Witz eigentlich. Der Mann ruft mich zu sich und sagt, sag mal,
sollte man nicht mal ein Buch machen? Da habe ich gesagt, nee, ich mache keine Bücher, das ist nichts für mich. Dann ist das wieder verworfen worden. Und dann 1998, da gab es den Herrn Hommen schon längst im Ruhestand und es war schon ein Nachfolger da. Ich glaube, es war der Herr Niedermoger, wenn mich nicht alles täuscht. Der Herr Zirpel, der Reinhard Zirpel war dann Nachfolger vom Georg-Heinz Hommen. Der Reinhard Zirpel war dann der neue Hommen bei Renault. Auch ein sehr guter Mann, der auch ein offenes Herz für Sport und für einen guten, einen großen Etat hatte, für den ich auch gern gearbeitet habe. Der hat mich dann auch irgendwann zu sich gerufen und hat gesagt, sagen Sie mal und überhaupt, und wie können wir denn dies machen und jenes machen? Und dann kam mir die Idee wieder, die der Hommen hatte, nämlich mit dem Buch. Und da sage ich, ja, wir können vielleicht mal ein Buch machen. Ja, muss das sein? Und was kostet das denn? Und dann wurde da gehadert und es ging hin und her. Machen Sie mal ein Skript. Da habe ich da was entworfen und habe ihm das vorgelegt. Was wollen Sie dafür haben? Was kostet das? Müssen wir vorher im Etat einpreisen? Da habe ich da ein Zwimmchen genannt, mit dem wir auch zurechtgekommen sind. Ich habe daran nicht viel verdient an dem Buch, das nur nebenbei, weil die Produktionskosten noch recht hoch waren damals. Aber ich habe Spaß dran gehabt, weil ich einfach einen Teil meines Lebens darin aufgearbeitet habe. Und es war mir einfach ein Vergnügen, dieses Buch zu machen. Das war noch kein Stress, das war wirklich ein Hobby, ein Spaß. Das war auch mein allererstes Buch, was ich gemacht habe. Genau. Tatsächlich? Das ich habe inzwischen erste. 10. Ich habe 10 Bücher bis heute gemacht und habe immer gesagt, ich will nie ein Buch machen. Das war mein erstes Buch. Das tatsächlich? Das allererste Buch. Und ich habe. Da bin ich noch während der Produktion im Herbst, musste ich noch nach Japan fliegen und den Heiko Wasser vertreten. Ich habe sogar unterschrieben von dir. Ja, da musste ich den Heiko noch vertreten, mitten in dieser Produktion. Und habe gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht, ich muss das Buch fertig machen. Ja, und parallel lief noch ein Lüttlich-Buch dann plötzlich. Ja. Das war alles 98. Und ich habe immer gesagt, ich will keine Bücher machen, das ist mir zu viel Stress, zu viel Arbeit. Ich will frei reden am Mikrofon und nicht da irgendwo sitzen und rumtippen und machen. Und jetzt sind das 10 Bücher geworden. Jetzt ist aber wirklich Feierabend. Ich mag das. Wirklich. Ich freue mich, dass alle ein Erfolg sind, dass alle gut angekommen sind, dass die Kritiken ordentlich waren, dass kein Flop dabei war. Ich hoffe, das ist auch mit meinem letzten so. Und ich freue mich einfach drauf jetzt, wenn ich höre, dass die Leser und die Käufer Freude daran haben und dass ich noch mal irgendwo ein bisschen ins Schwarze getroffen habe. Also, über das Buch reden wir beim nächsten Mal. Ja, machen wir das nächste Mal. Lasse ich jetzt einfach mal zur Seite und sag einfach, was Renault betrifft und den Rolf Schmidt und alle, die damit zu tun hatten, mit Bernd Hütter und mit allen, mit denen ich gearbeitet habe, mit Zirpel, mit Niedermoffe, mit Hommen, mit der ganzen Organisationscrew, war ein schöner Teil meines Lebens. Über 30 Jahre, das vergisst du nicht. Es wäre umgekehrt, wenn ich nur mich geärgert hätte, so dass ich dir gesagt hätte, nee, darüber reden wir besser nicht. Aber ich habe mich nie geärgert und ich hatte nur Freude und nur Spaß und ich erinnere mich sehr gern daran. Okay. Rainer, vielen, vielen Dank für deine netten Worte. Ich rufe jetzt Norbert Haug zurück. Soll ich ihn von dir grüßen? Ja, sag ihm liebe Grüße von mir, gell? Richtig aus. Und er möge sich an den Paten erinnern, von dem ich gerade berichtet habe. Alles klar. Okay. Er ist ja dann selbst Pate geworden irgendwie. Ich weiß, ja, und ganz großer. Der Formel-1-Pate. Ja. Und der DTM-Pate. DTM-Pate, ja. Also der ist der Pate auf vielen Hochzeiten gewesen. Gut, mein Lieber. Bis die Tage, gell? Danke, danke. Grüß der Kölner so gerne sagt. Grüß deine Tochter, wenn du von ihr hörst, und dann bis bald. Okay, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.